Geldströme anschaut, ob wir da jetzt jemand wehtun zu wollen von dem konventionellen Landwirtschaftsbereich. Wie ist das in Brasilien? Wie ist da grundsätzlich die Forderung und wie ist der Ort der Verteilung? Herr Professor, ich möchte Ihnen mal danken, dass Sie so klare Worte gesprochen haben. Also das war in der Reihe von vielen Vorträgen war das für mich heute ein sehr mutiger und toller Vortrag. Vielen Dank. Also ich glaube, ich spreche da für alle. Und ich hoffe, dass viele hier diese Worte umsetzen, auch in ihrem täglichen Leben, also dass sie Überzeugungstäter werden, vielleicht nicht nur gegen die Gentechnik vielleicht, sondern auch für biologischen Landbau. Wir brauchen sehr viele Biobauern hier, die halt dann konsequent eigentlich diesen anderen Weg gehen könnten. Dann möchte ich noch mich bedanken, also bei dieser tollen Sammlung. Wir haben 500 Euro eingenommen und dadurch können Sie vielleicht noch einen Tag länger hierbleiben. Ich habe in Lübeck mit einem Satz begonnen und ich werde dann diese ganze Vortragsreise auch mit dieser Frage beschließen. Das ist heute der letzte Vortrag. Ich hatte damit begonnen zu sagen, wer mich zahlt. Das ist entscheidend. Wer mich bezahlt, ist entscheidend für das, was ich mache. Denn das heißt ja, wenn ich dir gesagt hätte, dass ich als Wissenschaftler bei meinem Studium von einem Agrarkonzern finanziert wurde, dann wäre ich vielleicht nicht zu diesen Ergebnissen gekommen. Vielleicht hätte ich hier auch gar nicht so in dieser Hinsicht sagen können. Dann hätte ich was anderes gemacht als Wissenschaftler. Ich hätte nämlich Ideologie gemacht. Das heißt, Wissen zu suchen, damit man Interessen legitimiert. Und ich mache das auch mit meinen Büchern. Also das Buch Die Saat des Bösen, ich habe heute gar keins mehr dabei. Alles verkauft worden, aber ich bekomme ja von jeder 16,80 Euro, 80 Cent Patentrecht. Ne? Das ist doch ein Widerspruch. Und 80 Cent für mich heißt dann jetzt nicht so viel, aber wenn man das alles zusammenrechnet, was das heißt, in der dritten Auflage das Buch immer noch verkaufen zu können seit 2006, habe ich dadurch, durch diese 80 Cent und noch eine Spendeaktion, nicht die jetzt von heute, es geschafft, dass in Brasilien das Buch kostenlos ist. Das Buch kostet schon bei der zweiten Auflage nichts. Also ich schaffe es auch immer wieder, durch solche Netzwerke und durch solche Solidaritätsgruppen zu Brasilien, diese Diskussion auch in Brasilien zu fördern, weil es dort an Informationen fehlt. Und ich freute mich immer, als in Deutschland gesagt wurde, das Buch wurde von vielen Bauern gelesen, nicht nur gelesen, sondern verstanden. Und später wurde gesagt, es sei deshalb ja nicht wissenschaftlich, weil jeder Bauer es verstehen kann. Und das hat mich dann auch nochmal dazu gebracht, zu sehen, wie viele dann deshalb es gekauft haben. Also ich habe schon mein Problem mit Patentrechten. Also ich gehe davon aus, dass kein Mensch ein Recht hat auf Eigentum an Wissen. Wissen ist immer gemeinschaftlich. Auch wenn ich hier etwas ganz Neues sagen würde, dann habe ich immer noch der deutschen Sprache zu zahlen, mit der ich mich ausdrücke, also es ist schon immer etwas Gemeinschaftliches vorhanden, das ich nutze. Und es ist auch nicht so, dass ich allein auf eine Idee komme, sondern es hat ja mit einem Erfahrungsaustausch zu tun. Vielleicht so wie in der Natur. Man hat immer Netzwerke und so in diesen Netzwerken haben wir ja auch diese Reise organisiert. Dass es möglich war, dass ich hier sein konnte in 12 Orten in diesen Tagen. Und wenn Sie sagen, dass hier gesammelt wurde, das ist auch das, was ich gewöhnt bin. Also immer wurde gesammelt, immer wurde freiwillig
etwas gegeben und ich habe immer, sage ich mal, davon gelebt. Ich habe jetzt in Brasilien eine Situation, in der ich vom Staat bezahlt werde, also ausschließlich öffentliche Gelder. Und wenn ich jetzt nicht im Urlaub gewesen wäre, wäre das vielleicht auch schon ein Problem für mich, dass ich im Ausland als brasilianischer Wissenschaftler eine Vortragsreise organisiere, denn ich sollte ja eigentlich in Brasilien sein. Dafür werde ich bezahlt und nicht einen Vortrag in Deutschland zu haben. Also diese ethische Frage, die hinter dem steht, dass das, was gezahlt wird, bestimmt, was man denkt oder bestimmt, was man sagt, oder sogar, wie man es sagt und wie man es denkt. Und das ist genau das Problem bei der Gentechnik, dass man da eine große ethische Frage hat. Dass man nur noch das forscht, wo man mehr Geld verdienen kann. Das hatte ich immer bei meinen Vorträgen so mit dem Beispiel der Licht des Lichtes gezeigt. Ne? Also man sucht einen Schlüssel, wo er gar nicht ist, sondern da, wo es Licht gibt. Und man findet den Schlüssel ja nie. Und da gibt es sehr viele, die nur da suchen, wo es Licht gibt. Und das ist diese ganze Verzerrung. Man sucht immer noch da, wo es gar nicht zu suchen gibt. Und Wissen dürfte man ja nicht verkaufen. Ne? Also, das ist ja auch, was ich von den Bauern immer wieder lerne. Dass es Wissen gibt, das auf herkömmlicher, traditioneller Weise produziert wurde. Und man weiß gar nicht, wer genau der Erste war, der das gemacht hat. Und wenn das so eine Gemeinschaft ist, die Wissen produziert, dann glaube ich auch, dass es möglich ist, auf dieser Basis eine Universität aufzubauen, die völlig unabhängig forschen kann. Also nicht, dass jetzt Menschen sind, die jetzt nichts verdienen, sondern dass sie aus der Suche nach Überflüssiges oder sage ich mal, des unbegrenzten Reichtumssuche oder sowas auf der Weg zur Suffizienz kommen. Also, man braucht ja nicht diesen Produktivismus in der Landwirtschaft, man braucht ihn auch nicht in der Industrie und man braucht ihn auch viel weniger in der Wissenschaft. Also was ist der Produktivismus in der Wissenschaft? Wenn ich nach Ruf, nach Publikationen bezahlt werde, die vielleicht gar nicht den Menschen interessieren oder von der Praxis so entfernt sind, dass sie gar nichts mehr verändern können, heißt es, dass man doch aufpassen muss, mit dieser Frage umzugehen. Ich habe immer meine Schwierigkeit, wenn mir gefragt wird, ja, was kostet dann so ein Vortrag von Ihnen? Dann sage ich immer im Grunde gar nichts. Ich kann ja nicht sagen, was es kostet, weil wenn ich sage, es kostet 1 Euro, ist es dasselbe, wie wenn ich sagen würde, es kostet 1000 oder 500.000. Es ist dieselbe Frage. Also ich kann nicht sagen, es kostet. Es kostet nicht, es entstehen Kosten. Aber das kann man gemeinschaftlich organisieren. Und so lebe ich auch, und ich glaube, das ist auch ein Stückchen von dem, was meine Art zu reden bezeichnet, denn ich versuche ja das zu praktizieren oder zu tun, was ich auch denke. Und das ist für mich Selbstbewusstsein. Wenn das, was man tut, mit dem übereinstimmt, was man denkt, dann kann man sagen, man hat ein Bewusstsein. Sonst ist es ja nur Information. Und dieses Nachdenken.